Moin moin Leute, willkommen im neuesten Video. Und zwar stelle ich euch jetzt mein aktuelles Training vor. Wir beginnen hier mit Brust und Schultern. Die anderen Muskelpartien werden dann noch in separaten Videos kommen. Aber wie ihr im Laufe des Videos merken werdet, liegt der Fokus auf meine Brust und nicht auf den Schultern. Wir fangen hier an mit Kurzhanteldrücken, Flachbank 5x5. Da könnt ihr dann auch mal gleich sehen, wie ich es handhabe, mir die Hanteln selber anzugeben. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das so zu machen, mit Schwung quasi die Knie nach oben pushen und dann einfach die Hanteln langsam ablassen, um sauber rausdrücken zu können. Wichtig beim 5x5 Trainingssystem ist es, dass ihr am Ende des letzten, also des fünften Satzes, auch wirklich die 5 Wiederholungen schafft, bevor ihr mit dem Gewicht hochgeht. Und ich beginne mein Brusttraining immer mit meiner schwersten Übung, dementsprechend dem 5x5-System. Meine zweite Übung hier ist das Schrägbankdrücken an der Multipresse im 4x8 bis 10 Wiederholungssystem. Ich finde, damit kann ich die bestmögliche Kontraktion auf die obere Brust bekommen, vor allem bei den negativen, sprich wenn ihr das Gewicht langsam wieder ablasst. Da fühle ich immer einen sehr guten Stretch. Ich mache sogar zwischendurch eine ganz kleine Pause, wenn ich ganz unten angekommen bin. Achtet da mal drauf, um einen möglichst guten Stretch in der Brust zu bekommen. Ihr seht schon, der Wiederholungsbereich geht hier etwas höher. Fokus liegt auf Kontraktion in der Brust und passiv haben wir natürlich auch eine Belastung der Schultern dabei. Dementsprechend brauchen wir natürlich aktiv nicht so viele Übungen für die Schulter machen. Kommen wir zur nächsten Übung, hier das Butterfly einarmig. Bei mir hat es sich einfach bewährt, das Butterfly einarmig zu machen, um noch einen größeren Bewegungsradius zu haben, um einfach die Range of Motion noch zu erhöhen. Und ich kann dann auch die Kontraktion in der Brust viel besser fühlen, als wenn ich es beidarmig mache. Ich trainiere hier im Trippelsatz, das heißt, ich mache 3 Sätze abwechselnd direkt hintereinander weg, also pro Seite 3 Sätze, und bewege mich in meinem Wiederholungsradius von 10 bis 15 Wiederholungen, der dann aber immer tiefer geht. Und zwar im ersten Satz so ungefähr so 10, 12, 15 Wiederholungen, dann im zweiten Satz so 8 Wiederholungen und im dritten Satz je nachdem so viel wie ich schaffe. Jedoch gehe ich da sehr stark nach Gefühl, vor allem weil meine linke Brust weniger ausgeprägt ist als meine rechte Brust. Dementsprechend kann es durchaus mal vorkommen, dass ich 1 bis 2 Wiederholungen auf der linken Brust mehr mache, um das einfach auszugleichen, diese Disbalance. Bei mir ist es aktuell sowieso so, beziehungsweise es ist so, dass meine linke Schulterpartie, Armpartie, Brustpartie ein wenig schwächer ausgeprägt ist als meine rechte. Ich denke, das hängt damit zusammen, aufgrund meiner schiefen Wirbelsäule. Für alle, die es nicht wissen, ich habe einen Scheuermann, sprich einen Grat in meiner Wirbelsäule, wodurch quasi eine Schulterschiefstellung entsteht. Ich versuche es beim Training immer auszugleichen, es ist nicht einfach für mich. Vor allem auch beim Posing ist es nicht einfach für mich, das auszugleichen. Aber wie gesagt, man muss es einfach trainieren und dann wird das schon. Mit einer guten Rückenstärke kommt man damit auch durchs Leben, sagen wir es einfach mal so. Und das waren ja auch meine Roots, warum ich mit dem Kraftsport angefangen bin, aufgrund von Rückenproblemen. Aber dementsprechend jetzt aktuell überhaupt keine Probleme mehr. Wenn ihr dieses Butterfly macht, ich kann es euch nur empfehlen, mal es einarmig zu probieren, die Kontraktion am Ende der Ausführung ziemlich lange zu halten, genau jetzt, um einfach einen größtmöglichen Pump zu erreichen und eine super Trainingsperformance. Kommen wir zur nächsten Übung, eine meiner Lieblingsübungen, vor allem wenn es um den Stretch in der Brust geht. Hier die Kurzhantelflies auf der Schrägbank. Ich mache da 3 Sätze von a 12 Wiederholungen circa. Manchmal sind es auch 13 oder 14. Ihr wisst ja, ich bin da kein Erbsenzähler, Hauptsache ich habe meinen ungefähren Wiederholungsbereich. Bei der Ausführung solltet ihr echt darauf achten, dass ihr eine gute Mind-Muscle-Connection habt. Sprich, dass ihr auch wirklich die Brust spürt, dass ihr den Stretch in der Brust spürt und nicht irgendwie anfangt, da aus den Schultern heraus zu drücken.
Es ist auch gar nicht notwendig, komplett durchzuziehen, sprich die Hanteln oben zusammenzufügen. Das sehe ich immer sehr oft bei mir im Fitnessstudio. Das hat überhaupt dann in dem Sinne gar keinen Sinn mehr, weil ihr komplett aus dem, ja, aus dem Bereich der Kontraktion rausgeht und macht auf, ja, bei dieser Übung, wo es darum geht, einen Stretch zu entwickeln, überhaupt gar keinen Sinn. Die nächste Übung, jetzt geht es auch schon zum Schultertraining, ist auch die letzte Übung dieses Trainings. Hier an der Multipresse Schulter drücken. Ich bin kein Fan davon, die Stange hinter den Kopf zu führen, sondern ich führe sie immer vor den Kopf. Vor allem, um die vordere Schulter zu belasten, weil von der hinteren habe ich derweil sowieso genug. Und es ist einfach so, dass ihr dadurch, wenn ihr hinter dem Kopf diese Ausführung ausführt, dass ihr sehr viel Stress auf die Schulterrotatoren legt. Und ich finde, dass das Verletzungsrisiko dort um einiges höher ist. Ja, das war mein Training, meine Trainingsroutine. Brust, Schultern. Im nächsten Video geht es dann um mein Rückentraining. Ich gehe nach jeder Trainingseinheit noch 30 Minuten aktuell aufs Fahrrad, Cardio. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt der ganzen Geschichte einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.